In der modernen Gesellschaft ist es eine bekannte, jedoch selten besprochene Tatsache, dass Frauen oft eine Reihe von Tests bei Männern durchführen. Diese sind darauf ausgelegt, den wahren Charakter eines Mannes zu prüfen und zu bewerten, ohne dass viele Männer davon wissen. Unbewusst von dieser ausgeklügelten weiblichen Strategie können sich viele Männer unwissentlich in diesen geschickt entworfenen Charakterbewertungen verfangen. Aber nicht alle Männer sind sich dieser subtilen Techniken, die Frauen einsetzen, nicht bewusst. Zu denen, die Bescheid wissen, gehören Sigma-Männer. Sigmas, bekannt für ihre Unverwechselbarkeit, zeichnen sich durch eine faszinierende und geheimnisvolle Art aus, die das Interesse von Frauen stets fesselt. Diese Männer schätzen ihre Privatsphäre sehr, was sie in den Augen der Frauen zu einem Rätsel macht und das Verlangen weckt, zu verstehen, was unter der Oberfläche vor sich geht. Dies trägt zu ihrer Anziehungskraft bei und veranlasst Frauen dazu, geheime Tests zu entwerfen, um ihre gut geschützte Fassade zu durchdringen und ihr wahres Wesen zu offenbaren. Das bedeutet nicht, dass Sigmas kein Interesse daran haben, Beziehungen zu Frauen aufzubauen. Sie sind einfach von Natur aus äußerst privat und selbstständig und öffnen sich nicht leicht. Als Partner sind Sigma-Männer einige der treuesten und unterstützendsten Männer, weshalb sie von Frauen hochgeschätzt werden. Also, auf welche subtilen Weisen testen Frauen einen Sigma-Mann, um herauszufinden, was sich unter seiner stoischen Oberfläche verbirgt? In diesem Video werde ich 7 Weisen besprechen, auf die Frauen Sigma-Männer heimlich testen. Mein Sigma-Bruder, ich muss dir was erzählen. Ich habe das ultimative Buch für Sigma-Singles geschrieben, weil wir Sigma-Wölfe anders flirten. Unser Weg ist besonders und die üblichen Flirt-Tipps funktionieren bei uns einfach nicht. Heute bin ich glücklich vergeben, aber es war ein harter Weg. Keine Vaterfigur, kein männliches Vorbild. Ich musste alles selbst lernen, wie man Frauen anspricht, echte Verbindungen aufbaut, ohne sich zu verbiegen. Dieses Buch, Flirten wie ein Wolf, ist eine Flirt-Bibel. 580 Seiten voll mit strategischen Tipps, persönlichen Geschichten und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Du lernst, wie du als Sigma-Mann authentisch flirtest, ohne Spielchen, und die Frau findest, die dich wirklich schätzt. Hol dir jetzt dein Exemplar und erobere Frauen auf deine Sigma-Art. Klick auf den Link in der Beschreibung oder den Kommentaren, um das E-Book direkt zu holen und deine Sigma-Göttin zu finden. Lang lebe Sigma. PS. Nimm das ernst, denn du bist kein Knäckebrotmann und du musst dich irgendwann vom einsamen Wolfdenken verabschieden, wenn du dein Rudel mit 28 Wölfchen zeugen willst. Glaube mir, mit der richtigen Frau an deiner Seite wirst du unschlagbar. Hör auf, die Frauen zu nehmen, die dir vor deine Pfoten geworfen werden, sondern fang an zu jagen und hol dir die Frau, die du willst. Deine Sigma-Göttin. Nummer 1. Sie testet seine Eifersucht. Dies geschieht oft subtil, möglicherweise durch beiläufige Gespräche über ihre männlichen Freunde, vergangene Beziehungen oder sogar andere Männer, die sie attraktiv findet. Das Ziel hier ist es, Gefühle von Neid und Unsicherheit zu wecken, um das Maß an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit des Sigma-Mannes zu verstehen. Jedoch sind Sigma-Männer, bekannt für ihr angeborenes Selbstbewusstsein und ihren Sinn für Selbstwert, in der Regel unbeeindruckt von solchen Tests. Sie lassen sie mühelos an sich abprallen, ohne auch nur den Hauch von Eifersucht zu zeigen. Sollte eine Frau jedoch während dieses Tests ihre Grenzen überschreiten, etwa indem sie direkte Vergleiche zwischen dem Sigma und anderen Männern oder ihren Ex-Partnern anstellt, wird sich ein Sigma-Mann zurückziehen. Das liegt daran, dass sie hohe Ansprüche an Respekt haben und nicht bereit sind, sich auf manipulative Spielchen einzulassen. Jede Respektlosigkeit oder Verletzung ihrer Würde führt dazu, dass der Sigma-Mann ungeachtet der Umstände geht. Ihr Selbstbewusstsein ist keine Maske für Unsicherheit, sondern ein Beweis für ihren Selbstrespekt. Nummer 2. Sie testet seine Durchsetzungsfähigkeit. Dieser Test wird sorgfältig durchgeführt, da Frauen genau beobachten, wie ein Sigma-Mann seine Interaktionen gestaltet. Zum Beispiel kommt die Durchsetzungsfähigkeit eines Sigma-Mannes wahrscheinlich bei der Planung eines Dates zum Vorschein. Anstatt sich in der Unsicherheit zu verlieren,
die Frau zu fragen, was sie gerne tun möchte, übernimmt ein Sigma-Mann die Kontrolle über die Situation, indem er die Zeit, den Ort und die Aktivitäten für das Date klar festlegt. Diese Entschlossenheit entspringt nicht dem Drang nach Kontrolle, sondern vielmehr einem selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Ansatz zur Entscheidungsfindung. Es spiegelt ein klares Selbstbewusstsein und eine Richtung wider, etwas, das Frauen sehr attraktiv finden. Im Gegensatz dazu wird ein Mann, der ständig die Zustimmung einer Frau sucht oder sich auf sie verlässt, um Entscheidungen zu treffen, als schwach, wenig durchsetzungsfähig und unsicher wahrgenommen. Solches Verhalten kann Zweifel an seinem Selbstvertrauen und seiner Durchsetzungsfähigkeit aufkommen lassen. Daher ist die Art und Weise, wie ein Sigma-Mann die Planung eines Dates handhabt, ein deutliches Zeichen für seine Durchsetzungsfähigkeit, die von Frauen stets genau beobachtet wird. Nummer 3. Sie widerspricht ihm absichtlich. Ein weiterer subtiler Weg, auf dem Frauen Sigma-Männer testen, ist das absichtliche Widersprechen ihrer Standpunkte oder Ideen. Dieser Test dient dazu, das Engagement eines Sigma-Mannes in Bezug auf seine eigene Identität, Prinzipien und Überzeugungen zu messen. Frauen beobachten im Wesentlichen, ob der Sigma-Mann leicht seine Haltung aufgibt und ihre annimmt, wenn er auf Widerspruch stößt. Eine Eigenschaft, die oft mit Beta-Männern in Verbindung gebracht wird, die ihre Überzeugungen zugunsten der Harmonie aufgeben. Alternativ möchte sie seine Flexibilität und seinen Grad an Sturheit einschätzen. Sigma-Männer sind bekannt für ihr starkes, objektives Denken. Sie lassen sich nicht durch emotionale Manipulationen, sondern durch Fakten und logisches Denken beeinflussen. Sollte eine Frau also ein starkes, vernünftiges Argument vorbringen, könnte ein Sigma-Mann in Betracht ziehen, seine Perspektive zu ändern. Sie ändern jedoch niemals ihre Ansicht, nur um die Meinung einer Frau zu spiegeln, sie glücklich zu machen oder Konflikte zu vermeiden. Diese Verpflichtung zu ihren Überzeugungen, auch wenn sie herausgefordert werden, ist ein wesentlicher Charakterzug von Sigma-Männern, den Frauen attraktiv finden. Nummer 4. Sie testet seine emotionale Stärke und Intelligenz. Frauen könnten dies tun, indem sie absichtlich ihre Verletzlichkeiten teilen und die Reaktionen des Sigma-Mannes beobachten. Sie achten genau auf sein Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Verständnis und die Fähigkeit, emotionale Unterstützung zu bieten. Darüber hinaus studieren Frauen oft das Verhalten eines Sigma-Mannes in Momenten hohen Stresses oder Spannungen, um zu sehen, wie er solche Umstände meistert. Die Fähigkeit, in stressigen Situationen die Fassung zu bewahren und emotionale Stärke zu zeigen, ist eine Eigenschaft, die Frauen bei Sigma-Männern sehr schätzen. Ein weiterer Aspekt dieses Tests konzentriert sich auf Konsistenz. Frauen beobachten, ob die Handlungen des Sigma-Mannes konsequent mit seinen Worten übereinstimmen. Sie überwachen seine Beständigkeit in Bezug auf Fürsorge, das Einhalten von Verpflichtungen und die Aufrechterhaltung emotionaler Stabilität im Laufe der Zeit. Sie suchen nach möglichen Unstimmigkeiten, da diese auf einen Mangel an emotionaler Intelligenz oder Stärke hindeuten könnten. Nummer 5. Sie fragt nach seinen Ex-Freundinnen. Eine interessante Methode, die Frauen nutzen, um Sigma-Männer zu bewerten, besteht darin, Fragen über ihre früheren Beziehungen zu stellen. Das Ziel der Frau ist hier nicht nur bloße Neugier. Sie sucht nach bestimmten Signalen in Bezug auf die Reife des Sigma-Mannes, seine Verantwortlichkeit und seinen Respekt gegenüber anderen. Häufige Warnsignale sind, wenn ein Mann seine Ex-Partnerinnen schlecht macht oder die Verantwortung für das Scheitern einer Beziehung vermeidet, da diese Handlungen auf einen Mangel an persönlicher Rechenschaft und emotionaler Intelligenz hinweisen. Sigma-Männer sind sich dieser Dynamiken jedoch sehr bewusst und zeigen oft eine ausgewogenere Perspektive auf frühere Beziehungen. Sie verstehen, dass Beziehungen komplex und vielschichtig sind und dass das Scheitern einer Beziehung oft auf beide Seiten zurückzuführen ist.
Daher neigen Sigmas dazu, es zu vermeiden, schlecht über ihre Ex-Partnerinnen zu sprechen, da sie wissen, dass dies nicht nur ihren eigenen Charakter beschmutzt, sondern auch einen Mangel an Reife und Verständnis offenbart. Stattdessen bieten sie eine respektvolle und durchdachte Erklärung an, was ihr Bild als nachdenkliche, verantwortungsbewusste und emotional reife Männer in den Augen der Frauen verstärkt. Nummer 6. Sie testet seine Dominanz. Ein unorthodoxer Ansatz, den Frauen möglicherweise einsetzen, um einen Sigma-Mann zu testen, besteht darin, seine Dominanz herauszufordern. Taktiken reichen von verspätetem Erscheinen bei Verabredungen über rücksichtsloses Verhalten bis hin zu toxischem Verhalten. Die Frau testet im Wesentlichen die Grenzen, um festzustellen, wie tolerant der Sigma-Mann ist und ob er ein Mann ist, über den man leicht hinweggehen kann. Was viele Frauen wirklich wünschen, entgegen dem, was sie möglicherweise offen sagen, ist ein Mann, der selbstbewusst Grenzen setzt und nicht zögert, zu kommunizieren, wenn diese überschritten werden. Sigma-Männer, bekannt für ihre durchsetzungsfähige Unabhängigkeit und ihren Selbstrespekt, tolerieren keine Form von Respektlosigkeit. Wenn sie mit solchen Tests konfrontiert werden, sprechen sie das unerwünschte Verhalten sofort an und lassen die Frau unmissverständlich wissen, dass es inakzeptabel ist. Diese entschlossene Demonstration von Dominanz und Selbstsicherheit verstärkt oft die Anziehungskraft der Frau gegenüber dem Sigma-Mann, da sie die wesentlichen Eigenschaften eines Sigmas, Stärke, Unabhängigkeit und Widerstandskraft, verkörpert. Nummer 7. Sie testet seine Moralvorstellungen. Frauen können den moralischen Charakter eines Sigma-Mannes subtil beurteilen, indem sie analysieren, wie er in verschiedenen Kontexten mit anderen interagiert. Zum Beispiel beobachten sie, wie er das Servicepersonal während eines Abendessens behandelt, wie er mit seiner Familie und seinen Freunden umgeht und sogar, wie er auf Fremde reagiert. Die Art und Weise, wie ein Mann diejenigen behandelt, die in Dienstleistungsberufen tätig sind oder ihm keinen Vorteil verschaffen können, sagt viel über seinen moralischen Kompass aus. Es gilt oft als bedeutendes Warnsignal, wenn ein Mann gegenüber diesen Personen Unhöflichkeit oder Feindseligkeit zeigt. Sigma-Männer, bekannt für ihren tiefen Respekt vor Gleichheit, halten sich von Natur aus an einen hohen Verhaltensstandard. Sie glauben daran, jeden mit Würde und Respekt zu behandeln, unabhängig von seinem Status oder seiner Rolle. Diese hohe moralische Haltung ist keine Strategie, um andere zu beeindrucken, sondern spiegelt ihre grundlegenden Werte wider, was sie in den Augen von Frauen noch faszinierender macht.